Um Bilder einfangen und speichern zu können, benötigt eine Kamera vor allem zwei Komponenten: einen Prozessor und einen Sensor. Der Sensor ist dabei das Herzstück der Kamera. Er besteht aus vielen einzelnen Pixeln. Sie sind lichtempfindlich, ähnlich Solarzellen, und können Licht in Spannung umwandeln. In einer HD-Kamera befinden sich über 2 Millionen Pixel auf dem Sensor. Jeder Pixel ist in der Lage, einfallendes Licht aufzufangen und festzustellen, wie hell es ist und welche Farbe es hat. Dazu erfasst er den Anteil der drei Grundfarben des Lichtes: Rot, Grün und Blau. Die Werte dieser Farben leitet er an den Hauptprozessor, der sie in Nullen und Einsen umwandelt und auf der Speicherkarte ablegt. Will man das gespeicherte Bild später auf einem Monitor anzeigen, läuft dieser Prozess in umgekehrter Reihenfolge. Die Daten auf der Speicherkarte werden vom Prozessor des Bildschirms ausgelesen, in Spannung umgewandelt und an seine Pixel geschickt. Auch ein HD-Monitor hat 2 Millionen davon. Und jeder von ihnen besteht aus 3 Subpixeln in den Farben Rot, Grün und Blau. Sie bekommen vom Hauptprozessor anhand der Daten auf der Speicherkarte die Anweisung, wie hell sie leuchten müssen. Dadurch erzeugen sie exakt das Licht, das auf die Pixel in der Kamera fiel, und reproduzieren das gespeicherte Bild.